Hallo Leute, jetzt wieder mit Facecam. Ja, das Problem war halt einfach wirklich, wenn man zu früh aufnimmt, also sprich, heute habe ich ja noch Sonntag. Im gestrigen Video habt ihr das ja dann gesehen. Ja, wenn man zu früh aufnimmt, hat man halt noch die Sonne vom Fenster und ich habe es jetzt nicht abgedunkelt und deswegen hatte ich die Facecam nicht drin. Also nicht irgendwie, weil ich keinen Bock hatte oder sowas. Und ja, dann wurde geschrieben, ah ja, hattest du keinen Bock, das wirkte so. Nee, das war einfach nur so. Meine Mitbewohnerin ist dann irgendwie erst 5 Stunden vorher ja, nach Hause gekommen von der Arbeit. Und da musste sie halt ein bisschen leiser sein. Das war es halt einfach. Deswegen waren die Emotionen halt nicht so ganz krass. Und jetzt muss ich auch noch ein bisschen leiser sein, weil ich blende es euch hier gleich ein. Der Lichtle ist am Schlafen hinter mir. Und deswegen mache ich auch ein bisschen leiser, aber das passt schon. So, jetzt gucken wir mal. Hier. CB ist voll. Ich will euch aber hier gar nichts weiter zeigen, weil hier passiert ja jetzt nicht mehr so viel. Das wisst ihr ja selber. Deswegen ist natürlich mega geil, dass wir halt den anderen Account noch haben. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder im. Oh cool, wir wurden angegriffen. Na, wow, schauen wir uns mal gleich an. Da sind wir jetzt auf dem Account, wo natürlich jetzt richtig the place to be ist, würde ich sagen, weil wir halt wirklich jetzt ganz, ganz, ganz viel machen können. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, 5 Bauarbeiter einfach mal mit Arbeit zu versorgen, was ich ja wirklich bei dem anderen Account halt so nicht hatte. Also da habe ich ja noch nicht so früh halt die 5. Bauhütte gehabt und von daher kann ich natürlich jetzt richtig, richtig gut loslegen. Jo, wahrscheinlich. So sieht's aus. So. Achso, es wurde noch gesagt, ja, warum hast du den Expo nicht gebaut? Klar, hätte ich genauso machen können, logisch. Aber ich sag mal wirklich, zuvor, ich weiß das auch noch, ich hatte Ewigkeiten die Clanburg relativ low. Und ich meine, komm, die kostet 5 Mille, die machst du sonst eh nie. Von daher passt das schon. Wichtig war mir halt die Queen, logisch. Und dass das damit halt eben richtig losgehen kann. Jetzt wollen wir hier auf jeden Fall nochmal einen Dragonfight sehen, dass wir da halt richtig schön DLX farmen können. Und dann läuft das. So, schauen wir mal. Nebenbei waren wir hier gestern halt, also ihr seht das Video dann am Montag. Gestern waren wir halt mit Lichtl und Diesiax halt und der Cam unterwegs und sind hier Hoverboard gefahren. Das war ziemlich nice. Ich habe mich da am Anfang richtig, richtig doof angestellt. Also, das ist dieses Ding wie so ein Segway, bloß eben nicht mit dem Stiel nach oben und dem Lenker, sondern halt ohne. Und man wird halt immer in der Stadt angeguckt, so, was ist denn das? Was ist denn das? Und dann wollten auch ein paar Mädels damit rumfahren. Und die Siax, so gönnerhaft wie er halt ist, klar, hat halt gesagt, ja gut, okay, komm, kriegen wir hin. Und die haben sich dann auch eigentlich, also, was heißt glatt angestellt, kann man gar nicht sagen. Also, die haben sich da eigentlich ganz gut angestellt. Sind nirgendwo gegengefahren und sowas. Also, das hat gepasst. Hier haben wir nochmal eine richtig schöne WTF-Base mit Town Hall 10. Auf jeden Fall mit einem Zweier-King. Das rennt ja schon fast. Aber ganz ehrlich, warum sollte man so nur angreifen? Also, die sind einfach, bringt mir halt loot-technisch gar nichts. Und deswegen werden die dann halt auch nicht angegriffen. Na, Schütte. Finde ich natürlich echt geil mit der Queen jetzt, dass ich die hier auch habe. Klar, auf Level 1, aber ich sag mal trotzdem, eine Luftabwehr, die relativ weit außen steht. Alles andere ist schon so weit geklärt, nur noch die Luftabwehr, die kriegt die natürlich richtig gut weg. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier 1200. Da ist eine im Bau. Die ist low, die ist. Halb low. Die. Ah, ich glaube, ich krieg's noch einfacher. Hoffe ich einfach mal. Ich brauche ja nur 200 theoretisch. Aber ich meine, 2000 nehme ich natürlich auch gerne. Hier haben wir 3K. Ein Inferno im Bau. Aber der Rest ist eigentlich zu hart für mich momentan. Na. Ja, aber auch wieder so wenig Dunkles halt. Aber der hat halt hier, naja, bloß wiederum, ich bin ja hier auch in dem Account nicht so wirklich, das darf man echt nicht überschätzen. Also wirklich, für diejenigen, die halt nur einen Account haben, ist das natürlich klar, ey, hier, ich bin in der und der Liga und fertig. Aber sobald man halt wirklich mehrere Accounts hat, ist das halt echt ein bisschen tricky. Dann denkt man sich, ja, in welcher bin ich denn jetzt gerade? Und so weiter und so fort. Da kann man schnell mal so, also jetzt zum Beispiel, oh, Town Hall draußen, oh, greifen wir den mal an. Kriegen wir ja ordentlich Liga-Bonus. Am Arsch. Da wäre ja gar nichts gegangen. So hier, aber eben auch der, also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig für alle.
guckt halt wirklich, welches Level ist halt der Bohrer. Aber ich greife hier trotzdem an. Weil der Gesamtloot ist eigentlich ganz nice. Ich glaube aber, ich greife von hier an, dass ich erst den Luftfeger so ein bisschen smashen kann. Und dann sehen wir weiter. So. Bazinga. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt warte ich noch. Ah, ich hau mal hier die Queen schon raus. Und jetzt hauen wir hier einfach mal einen Rage rein. Und jetzt fliegen die hoffentlich alle schön rein. Das wäre ziemlichst nice. So, der eine Bohrer natürlich schon down, klar. Das wäre auch ein Wunder gewesen, wenn nicht. Ah, die gehen alle relativ zentral. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Weil ich hätte gedacht, dass die halt noch ein bisschen mehr so hier so hindrobbern. Aber ist auch in Ordnung. Queen probiert da schon mal noch was zu regeln. Die würde ich mir gerne noch mal genau angucken gleich. Dass wir halt wirklich gucken, was ist halt wirklich mit der Queen drinne. Mal gucken. Dragos, wenn die Luftabwehr hier weg ist, dann passt das. Dann ist da nicht mehr so viel krasser Schaden. Ich meine, klar, der Bogiturm, der ist schon ganz schön gut. Ah, schade, hier jetzt noch so eine normale. Aber ja, ganz genau, ganz genau. Und da habe ich einfach mal gesagt, da ist dieser Rage dann einfach perfekt gewesen. Dass man halt sagen kann, gut, okay, komm, dann halten sie gerade noch so durch. Komm, ich will den Bohrer halt noch mitnehmen und passt. Einwandfrei. Geiles Ding auf jeden Fall. Und die Queen hat halt auch schon was gemacht. Wie gesagt, Level 1, wissen wir alle, ist jetzt nicht so der Brüller. Aber jeder fängt klein an, ganz klare Geschichte. So, jetzt muss ich mich hier auf irgendeine Bombe noch einstellen. Ja, genau, war ja klar. Ich meine, wer baut es nicht so? Und jetzt hier? Na, schade. Okay, gleich down gegangen. Aber guck mal, 1,2K läuft auf jeden Fall. 130, naja. Und jetzt auf jeden Fall gleich die Queen. Guck mal, und jetzt feiere ich natürlich übelst die Zeit. 12 Stunden. Hoho, keine 7 Tage. Nee, keine 5 Tage. Nee, 12 Stunden. Richtig nice. Los geht's. Haben wir die. Jetzt habe ich das auch wieder draußen zu stehen. Wie gesagt, im Normalfall halt wirklich alles noch reinstellen. Bis ich bin halt noch nicht dazu gekommen, halt alles umzubauen. Ansonsten halt wirklich nichts draußen einfach stehen lassen, was ihr halt gerade am Upgraden seid, sondern packt das gleich mit rein. Damit, ja, braucht der Feind halt einfach nochmal länger, um halt Sachen noch kaputt zu bekommen. So, was haben wir jetzt? Wir haben hier 3 Dragos. Ne, wir haben schon 4 wieder, aber das lohnt sich nicht anzugreifen, auf keinen Fall. Und wir haben noch einen Bauarbeiter, dem wir auf jeden Fall noch ein bisschen was an Arbeit geben können. Hier, die sind ja richtig, richtig lange beschäftigt, aber Armeelager müssen halt einfach sein. Die müssen gleich so mit das Erste sein. Hier 5 Truppen mehr, da 5 Truppen mehr und dann freut sich der Gusor sehr. Mit 500. Da kannst du eigentlich nichts reißen. Da könnte man nochmal gucken, die kleinen Bomben eventuell höher zu machen, aber die sind auch zu teuer. Guck mal, hier sind wir bei 1,5 Millionen. Mal schauen, wir könnten eventuell. Nee. Ah, nee, jetzt, ja. Jetzt wollte ich schon sagen, wir könnten ja auf Level 13 machen. Wäre natürlich auch ziemlich nice. So. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wir sparen. Wir sparen halt. Jetzt haben wir jetzt eh nicht viel, aber der Bauarbeiter. So habe ich halt immer noch mal einen, um halt noch mal ein bisschen was machen zu können, um noch mal ein bisschen was rauszuballern, umzubauen, wie auch immer. Ich denke mal, das ist okay. Worauf sollten wir jetzt sparen? Ja, X-Bogen vielleicht wirklich. Ich guck mal noch mal, ob ich jetzt wirklich schon alles abgegrast habe. Habe ich durch, klar. Mauern? Mauern und Magierturm. Okay, ich habe. Oh, I have a new love. Oh, okay. Dann auf jeden Fall erstmal die Riesenbombe so. Ja, kommt. Erstmal die Bomben. Ganz ehrlich. Erstmal wirklich knallhart die Bomben. Einfach erstmal so, dass wir sie haben. So, weiter geht's. Verteidigung. Nee, die Luftabwehr nicht.
sondern gleich dann halt Magierturm auch erstmal raus. Zack, dass der halt auch am Start ist, dass der loslegen kann. Und dann wird das Ding langsam in Richtung Town Hall 9 geschickt, halt dev-mäßig. Und dann sehen wir weiter, was wir da reißen können. Auf jeden Fall sind da natürlich dann wieder viele Sachen, die man halt machen kann. Und jetzt natürlich wirklich den riesigen Unterschied. Halt wirklich, ich muss mich nicht erstmal auf keinen Fall mit den Mauern beschäftigen. Ich kann jetzt wirklich komplett mich im Dev-Bereich beschäftigen. Habe aber für Town Hall 9 jetzt schon ordentliche Mauern. Und das ist halt mega geil, dass man da nicht hinterherhängt. Finde ich richtig, richtig cool. Gucken wir mal, ob wir noch hier ein richtig nices Ding finden. Ganz nett, sage ich mal. Ich guck mal nebenbei. Ich werde das so machen. Also die lasse ich einfach laufen. Und dann werde ich auch noch mal, genauso wie bei der Burgencheck-Anmeldung, halt einfach noch mal sagen, gut, okay, passt auf. Wir haben jetzt hier ein Kommentarvideo. Also sprich, dass ihr halt dann noch mal Kommentare bzw. Fragen reinpacken könnt, die ich dann eben auch randommäßig halt rauspicken kann und die dann beantworten werde. Also, weil mit diesen Kommentar beantworten, da seid ihr halt echt ja mega interessiert dran. Und warum denn auch nicht? Ich meine, Kommentare, die im Video halt direkt beantwortet werden, warum nicht? Ist natürlich eine coole Nummer. Weiter geht's. Dragonfight immer mega nice. So. Gucken wir mal. Bin ich gespannt, wie es aussieht mit den Rage-Spells. Ob halt hier viele bzw. alle verwendet werden oder ob du es ohnehin bekommst. Der hier ist schon mal richtig nice gesetzt. Auf jeden Fall, dass man wirklich sagt, gut, okay, komm, Luftabwehr muss weg. Ganz klare Geschichte. Auf jeden Fall. Und auch wenn es sich so anhören sollte, genau, hat da einer gesagt, hat mehrere dann geschrieben, einwandfrei. Nee, also ich sage im Normalfall schon einwandfrei. Also, wenn es sich so anhört, ist nicht meine Absicht. Also ist halt nicht, dass ich sage, okay, das ist eine Einbahnstraße oder so. Nein, einwandfrei. Passt auf jeden Fall hier drei Rage-Spells. Wo bleibt der King? Wo bleibt der King? Weil der könnte theoretisch. Ja, ich meine, mit dem King braucht er nicht fighten. Das ist Quatsch, weil halt die Dragos den eh kalt machen, logisch. Von daher ganz genau. Das Zeug, was hier so außenrum ist, dass man halt Ewigkeiten braucht, um die 100% zu machen. Vollkommen richtig, da kann der nachhelfen. Auf jeden Fall. Ah, hier wird er down gehen, klar. Und die werden hier auch nicht lange halten. Obwohl wir hier, guckt mal, hier haben wir noch drei. Und die machen es dann doch noch. Ja, läuft. Läuft, Leute, läuft. Da ist noch einer. Da, ja, okay, das ist so eine Bauhüttensituation wieder. Wie gesagt, das ist halt sowas wirklich, was man von in Anführungsstrichen Low-Spielern halt hat. Am Anfang denkt man halt, oh Mist, jetzt habe ich keine 100% mehr bekommen. Who cares? Es interessiert doch eigentlich gar keinen. Klar, in Champion ist natürlich schon interessant, ob du 100% machst oder nicht, klar. Aber ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. So, jetzt können wir hier nicht mehr weiter bauen. 950k. Ich lasse das auch mal laufen, obwohl das hier nach einem sehr geilen Ding. Aha. Also wenn ich die Hexe sehe, wenn ich hier mit den Riesen die Vorarbeit sehe, könnte das echt eine knallharte Nummer werden. Wir haben relativ viele Riesen auf jeden Fall. Ist aber richtig, ist auf jeden Fall richtig, dass du halt gesagt hast, komm, ey, Riesen einzeln gedroppt. Und daneben nochmal geguckt, okay, jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen mit meinen kleinen Farmtruppen halt den Loot ziehen. Vollkommen richtig, weil darum geht es hier halt nur. Wir wollen eigentlich nicht drinne umherirren, sondern wirklich schön den Loot draußen wegnehmen. Und seht ihr ja, ist da perfekt geworden. Ich meine, wiederum braucht man für die Angriffstaktik nur auch kein Diplom. Also, das ist jetzt auch nicht so schwer. Aber es gut aufgeteilt gewesen. Manchmal hat man es ja wirklich, ist eine neue Taktik, man probiert das und man liegt da total daneben, wo man dann im Nachhinein sagt, Scheiße, warum hast du das nicht so und so gemacht? Also sowas gibt es ja natürlich auch. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt sollte es das fast gewesen sein. Jetzt gucken wir halt hier wirklich nur noch auf das bisschen Dunkle und das bisschen. Aber das ist halt.
Das ist schon in Ordnung so. Der wurde schon gut geflasht auf jeden Fall. Und dann passt das. Okay. Halt nochmal wirklich gesagt, gut, okay, komm, Riesen, die sichere ich ab. Meine Queen hier schön im Heal drin, dass sie halt wirklich richtig eskalieren kann. Also 50% sehe ich hier locker, ganz klar. Und ich sehe auch noch das Rathaus fallen. Das kriegt die Queen auf jeden Fall hin. Das ist gar kein Thema, weil wir haben hier nur noch Flächenschaden. Wir haben eine ungeragte Queen. Von daher ist hier ohne Probleme das Rathaus noch drin. Wird sie jetzt auch als nächstes nehmen. Genau, hier haben wir das Rathaus. Klappt ohne Probleme. Ganz klar. Jetzt den Rage rein. Zack und fertig ist das Ding. Vollkommen richtig. Einwandfrei. Schön fast 900. Oder war. Ach so, ja, mit Bonus vielleicht sogar noch, ja. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Passt auf jeden Fall. Gar nichts dazu geschrieben. Gucken wir mal. Ja, normal gebarst. Dann wird das hier einfach mal weitergespielt und wir gucken mal. Christopher Jäger schreibt, ich schätze an dir am meisten, dass du dich nicht verstellst und nicht immer zu. Achso, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesagt. Also, dass ich halt nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt die Videos hochlade. Doch, das mache ich eigentlich. Aber klar, also jetzt zum Beispiel eben auch der Fall. Klar hätten wir uns sagen können, ja, guck mal, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, zu dritt halt aufzunehmen und das wird der übelste Oberbringer oder sowas. Aber genauso kann man halt auch sagen, gut, okay, die private Zeit sozusagen, die wir halt mal zusammen haben, möchten wir auch zusammen nutzen und fertig. Also da muss dann halt nicht immer hier zum Beispiel die Cam mit im Spiel sein und dann, oh hier, hallo, jetzt sind wir hier, mach das mal, mach das mal, mach das mal. Sondern, nee, einfach. Wir sind halt chillig beieinander und freuen uns halt, dass wir uns haben, mehr oder weniger, und dann passt das auch. Also von daher ist auch jetzt morgen zum Beispiel, also für Montag sage ich jetzt mal, werde ich nicht weiter noch was produzieren, sondern halt wirklich sagen, gut, okay, komm, ich habe nicht so viel am Arbeiten zu tun, sage ich mal. Dann geht es wieder von Hamburg aus wieder zurück und fertig. Also von daher werden die nächsten Tage dann ein bisschen weniger auf jeden Fall kommen. Aber es ist halt einfach so, das ist das private Leben. Und YouTube ist nicht mein Arbeitgeber oder sowas. Und von daher passt das so. So, jetzt bin ich aber schon wieder so ein bisschen zu lang unterwegs hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, dann werde ich, denke ich mal, demnächst mal so ein wirklich genauso wie beim Burgencheck, bei der Anmeldung. Das passt so genial. Ich freue mich da immer wieder drüber. Ich sehe, cooles Ding. Also erstens, es hat euch gefallen, so eine Burgencheck-Sache. Okay, dann weiß ich, ey, bei den Likes, was weiß ich, wenn ich hier irgendwie 600 Likes oder sowas habe, dann weiß ich, okay, die finden das geil. Okay, dann wird sowas halt gemacht. Und dann hat man halt einfach die Möglichkeit zu sagen, gut, okay, komm, da und da melde ich mich an und fertig. Wenn es halt, klar, es kann nicht jeder gecheckt werden, wissen wir selber, aber das ist eine richtig coole Nummer. Und mit den Kommentaren dann genauso. Also sprich, wenn ihr mal was wissen wolltet oder sowas, dann kommt es in dieses Kommentarvideo rein. Ich picke mir da randommäßig einen raus und das war's. Joa, dann würde ich sagen, haut ihr mal rein. Wie gesagt, Town Hall 9, jetzt beide Accounts. Einer gerade am Anfang, einer maxed soweit. Nur noch die Mauern. Und dann war's das. Haut rein. Ciao, ciao.